Willkommen, liebe Eisenbahnfreunde aus nah und fern. Da bin ich wieder, wie versprochen, mit einer neuen Ausgabe von Modell und Bahn. Und wenn ich es richtig gezählt habe, ist es die Ausgabe 87 nach der Sommerpause und dazu natürlich auch einen kleinen Sommerrückblick von mir. Mich hat es dieses Jahr, eigentlich wie immer, in den Norden der Republik verschlagen. Seeluft und Eisenbahn, Herz, was willst du mehr? Klar habe ich mich auch ein wenig in Schleswig-Holstein umgeschaut und auch zwei Kleinode einer Museumsbahn nebst einer imposanten Eisenbahnbrücke über den NOK gefunden. Sehen Sie jetzt also mein Mitbringsel aus dem Norden. Sommer, Sonne, See und Eisenbahn. Dazu wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß. Mein erster Filmbeitrag meiner Sommertour über Museumsbahnen im Norden, genauer gesagt in Schleswig-Holstein, führt mich schnurstracks zur Museumsbahn Schönberger Strand. Das klang für mich spannend, das wollte ich unbedingt sehen. Schönberger Strand liegt ca. 28 Kilometer nordöstlich von Kiel, also relativ schnell und bequem von Kiel aus mit dem Auto zu erreichen. Am Eingang des Museums wird man unübersehbar von Schildern und Signalen und unzähligen Eisenbahnutensilien empfangen. Wichtige Info für die Besucher: Der Eintritt ist frei. Dafür gibt es eine kleine Spendenkasse und da habe ich gerne meinen Obolus hineingetan. Das Gebäude des Museumsbahnhofs Schönberger Strand mit seinem angebauten ehemaligen Güterschuppen wurde 1914 nach dem Entwurf des Architekten Johann Thede errichtet, der gleichzeitig auch den heutigen Bahnhof in Schönberg-Holstein und weitere Bahnhofsgebäude im Norden Deutschlands entwarf. Das Bahnhofsgebäude ist weitgehend noch ursprünglich erhalten geblieben. Glanzpunkt ist die vollständig erhaltene Schalterhalle mit Fahrkartenausgabe. Bahnhofsanlagen waren seinerzeit mit seinem Bahnsteig und den Gleisanlagen eher schlicht gehalten. Das Teilstück der Eisenbahnstrecke zwischen Schönberger Strand und Schönberg in Holstein ist am 18. Juni 1914 eröffnet worden, als Verlängerung der bereits seit 1897 bestehenden Kleinbahn Kiel-Schönberg. Bis zum 31. Mai 1975 verkehrte die Kiel-Schönberger Eisenbahn hier täglich mit mehreren Zugpaaren. Vor allem im Sommer wurde hier ein umfangreicher Verkehr zum Strand abgewickelt. Seit der Aufnahme des Museumsbahnbetriebes wurden die Gleisanlagen des Bahnhofs Schönberger Strand erweitert. Mit einem Bahnsteigdach als bleibende Erinnerung an die Filmarbeiten zu Die Buddenbrocks. Im Film wurde der Bahnhof Schönberger Strand kurzerhand zum alten Lübecker Hauptbahnhof umgewidmet. Ein altes Stellwerk mit historischer Technik, eine Werkstatt und Wagenhalle für Straßenbahnen und Eisenbahnen sind entstanden. Wer jetzt Straßenbahnen gehört hat, hat richtig gehört. Dieser Museumsbahnhof beherbergt auch eine umfangreiche Sammlung an Straßenbahnen. Und das ist einmalig in Deutschland. Aber dazu kommen wir später im Beitrag nochmal. Eine interessante Sammlung an Eisenbahnfahrzeugen präsentiert sich den Besuchern auf dem Freigelände. Hervorragend restaurierte Personenwagen, wie beispielsweise dieser CU 21B-33, Wagennummer 44754 Breslau. Gebaut wurde dieser Wagen bei den Linke-Hoffmann-Werken in Breslau. Gegenüber steht ein D-Zugwagen vom Typ
C4 UPR 11, Baujahr 1911. Gebaut wurde dieser Wagen seinerzeit von der Firma Borchelt & Co. aus Grünberg in Schlesien. Weiterhin sind auf dem Außengelände im Bereich des Bahnsteiges weitere Personenwagen und interessante Güterwagen abgestellt. Teils warten sie aber noch auf die Aufarbeitung. Interessantes Exponat ist dieser Klappdeckelwagen, der für die Zementwerke Rüdersdorf im Einsatz war. Hingucker ist auch dieser Shell-Kesselwagen. Auch eine KÖF 2, Baujahr 1959, darf im Reigen hier nicht fehlen. Weitere interessante Loks sind in der Halle abgestellt. Leider waren die Platzverhältnisse zu eng, sodass ich nur zwei Loks halbwegs ablichten konnte. Es ist die Diesellok der Reihe V85 der Maschinenfabrik Kiel, eine Mack 1000D, Baujahr 1959. Dahinter steht kalt abgestellt eine Henschel CN2T-Dampflok, Baujahr 1920. An Wochenenden bzw. bestimmten Wochentagen werden von Ende Mai bis Anfang September durch den Verein regelmäßig Sonderfahrten angeboten, gebildet aus historischen Personenwagen. Dieser Zug pendelt dann von Schönberger Strand bis nach Kiel. Den aktuellen Fahrplan findet man auf der Internetseite des Vereins. Am Bahnsteig steht ein planmäßiger Sonderzug bereit und wartet bereits auf die Ausfahrt. Gelegenheit nochmal, den hervorragend restaurierten, über 100 Jahre alten Wagenpark zu betrachten. Das liebevoll restaurierte Interieur der Wagen gibt den Glanz vergangener Eisenbahnzeiten bestens wieder. Gezogen wird dieser Zug von einer V20 im tadellosen Zustand. Es ist eine Mack 240B, Baujahr 1960, Leistung 240 PS. Und jetzt geht die Reise los. Nun noch ein Blick zu den Straßenbahnen des Vereins. Ein verzweigtes Schienennetz steht in zwei Spurweiten auf dem Gelände zur Verfügung, sodass auch mit fast allen Bahnen Fahrbetrieb mit Fahrgästen angeboten werden können. In der Halle kann man beispielsweise Bahnen aus Berlin vom Typ TM36 der Hannoverschen Waggonfabrik, Baujahr 1927, sowie weitere verschiedene Bahnen aus Hamburg, Kiel und Braunschweig sehen. Auch ein Duewag-Triebwagen hat hier seinen Platz gefunden. Leider bieten auch hier die beengten Platzverhältnisse keine besondere Möglichkeit, halbwegs gescheite Fotos zu machen. Da bleibt nur anschauen. Eine Bildliste aller Fahrzeuge findet man auf den Webseiten des Vereins Museumsbahn Schönberger Strand und das tröstet dann doch ein wenig. Aus der Abstellhalle fährt gerade ein Triebwagen vom Typ V3 der Hamburger Straßenbahn, erstes Baujahr 1937.
Dieser hat heute den Dienst übernommen. Mit dazugehöriger Geräuschkulisse rumpelt die Straßenbahn durchs Gelände. Auch eine Unterwegshaltestelle gibt es. Sie ist zugleich die Wendeschleife mit dem treffenden Namen Spielplatz. Herauszubekommen war aber nicht, ob damit die kleinen oder gar die großen Kinder gemeint sind. Damit endet mein erster kleiner Bericht zur Museumsbahn Schönberger Strand. Mein Fazit kurz und bündig: Schön war's und für jeden zu empfehlen, der in der Kieler Ecke Urlaub macht. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Die zweite Museumsbahn auf meinem Urlaubsterminkalender bietet einen schönen Kontrast zu der eben besuchten Museumsbahn Schönberger Strand. Es ist die Angelner Dampfeisenbahn. Die Angelner Dampfeisenbahn ist eine Museumsbahn mit skandinavischen Fahrzeugen. Sie fährt zwischen Kappeln an der Schlei nach Süderbarup. Start- und Endpunkt dieser Bahn ist jeweils das Hafengelände der Stadt Kappeln. Auch diese Bahn ist noch aktiv und an den Wochenenden unterwegs. Momentan zwar nicht mit Dampf, dafür mit alter Diesellok und historischem Wagenmaterial aus Norwegen und Schweden, beziehungsweise im Wechsel mit einem Uerdinger Schienenbus vom Typ VT3.09. Die Webseite der Angelner Dampfeisenbahn hält ebenfalls den aktuellen Fahrplan für Interessierte bereit. Die noch betriebsfähige Dampflok, es ist eine S1 1916 der schwedischen Firma Nohab AB, steht im Lokschuppen zur Reparatur und hofft auf neue Radreifen. Möge es dem Verein gelingen, die wunderschöne Nohab wieder zur Freude der Eisenbahnfans und vieler Touristen recht bald wieder einsetzen zu können. Auf dem Gelände der Museumsbahn sind weitere interessante historische Fahrzeuge nicht nur aus Skandinavien abgestellt. Wie zum Beispiel diese Kleindiesellok. Sie hört auf den Namen Bello. Warum auch immer. Hersteller ist die Diepholzer Maschinenfabrik F. Schöttler. Die Lok ist Baujahr 1960 und mit der Baureihenbezeichnung DVL30 registriert. Ein wunderschöner norwegischer Zweiachs-Packwagen, Baujahr 1923, präsentiert sich ebenfalls auf dem Gelände. Eine Rarität eines schwedischen Halbspeisewagen, Baujahr 1936, nennt auch der Verein sein eigen. Für die jetzt anstehende Sonderfahrt rangiert eine Henschel Baujahr 1959 ihren Sonderzug an den Bahnsteig.
Es ist eine Lok vom Typ DH240B. Im Verein wird sie Zuckersusi genannt. Am Haken der Lok hängt ein Personenwagen der dänischen Waggonfabrik Scandia, Baujahr 1920. Und der zweite Wagen kommt aus Norwegen. Er ist Baujahr 1930 und gebaut wurde er bei Strömmens Werkstatt. Langsam füllen sich die Plätze im Zug und die Abfahrtzeit rückt näher. Auch hier noch ein Blick in die Wagen. Im Gegensatz zu den eben gezeigten deutschen Wagen der Schönberger Museumsbahn sind die skandinavischen Wagen nahezu im Interieur recht einfach und zweckmäßig gestaltet. Ich würde sagen, nordisch kühl. Ein Pfiff und schon geht die gemütliche Reise Richtung Süderbarup los. Ich bin mit meinem Auto zum Endpunkt dieser Fahrt nach Süderbarup geeilt, um die Ankunft des Zuges im Bahnhof abzupassen. Bevor unser Zug aus Kappeln eintrifft, muss noch eine Zugkreuzung von zwei modernen Akkutriebwagen der Baureihe 526 des Nahverkehrs Schleswig-Holstein abgewartet werden. Dann ist es soweit, der Sonderzug rollt gemächlich in den Bahnhof Süderbarup ein und macht Kopf. Die Zuglok wird umgesetzt, um dann wieder nach wenigen Minuten Aufenthalt ebenso gemächlich zurück nach Kappeln zu fahren.
Nach 45 Minuten Fahrzeit erreicht der Sonderzug dann wieder seinen Ausgangspunkt. Kappeln an der Schlei. Ja, und damit endet auch der Besuch bei dieser Museumsbahn. Es ist, finde ich, schon ein besonderes Kleinod einer Museumsbahn im Norden. So, und jetzt zu meinem dritten kleinen Filmbericht, den ich mir in meinem Urlaubskalender angestrichen habe. Die Rockgruppe Karat aus der ehemaligen DDR landete 1978 einen großen Hit. Jetzt sehe ich schon die vielen Fragezeichen wieder bei Ihnen über den Köpfen. Was hat der Weltklasse-Hit der Rockgruppe Karat mit der Bahn zu tun? Was hat sich Frank Buttig da nur wieder ausgedacht? Okay, ich löse. Sie alle haben bestimmt diesen Titel schon mal gehört. Über sieben Brücken musst du gehen, na klar. Sieben Brücken sind es bei mir nicht ganz, sondern nur eine. Und über diese Brücke bin ich in meinem Urlaub sozusagen gestolpert. Hier hinter mir ist sie übrigens zu sehen, die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke. Darüber geht man übrigens nicht, sondern fährt mit der Bahn. Und da dachte ich mir so, prima, passt ja eigentlich zum Thema. Also stelle ich sie Ihnen einfach mal ganz kurz vor. Die Rendsburger Eisenbahnhochbrücke wurde zwischen 1911 und 1913 gebaut. Sie überspannt den Nord-Ostsee-Kanal. Die zweigleisige Brücke ist Teil der Eisenbahnstrecke Hamburg-Neumünster-Flensburg-Fredericia. Und damit eine wichtige Schienenverkehrsader nach Skandinavien auf der Jütlandlinie. Ursprünglich wurde der Nord-Ostsee-Kanal, damals hieß er noch Kaiser-Wilhelm-Kanal, durch Drehbrücken überspannt. Im Zuge des Ausbaus des Kanals ab 1907 wurden diese dann zumeist durch Hochbrücken ersetzt. Die Rendsburger Hochbrücke ist zusammen mit ihren beiden Auffahrtrampen 7,5 Kilometer lang. Die eigentliche stählerne Brückenkonstruktion hat eine Länge von 2486 Metern, wobei die Hauptbrücke bei einer Gesamtlänge von 317 Metern den Kanal mit einer lichten Höhe von 42 Metern und einer Stützweite von 140 Metern überspannt. Die Rampenbrücken stehen auf insgesamt 51 rechteckigen Gerüstpfeilern. Der Bahnhof Rendsburg, der nach Überqueren des Kanals erreicht wird, liegt nur 600 Meter vom Kanalufer entfernt. Aufgrund der Durchfahrtshöhe über den Kanal konnte der Bahnhof Rendsburg nicht auf direkten Wege erreicht werden. Die dafür erforderliche etwa 4,5 Kilometer lange Rampe wurde als streckenverlängernde Rendsburger Schleife um den von ihr umschlossenen und nach ihr benannten Stadtteil Schleife mit einer mittleren Steigung von ca. 12 Promille gebaut. Ein kleines Schauspiel bietet sich dem Bahnreisenden auf dem Bahnhof Rendsburg. Wer Richtung Flensburg reisen möchte, sieht seinen Zug schon das erste Mal beim Befahren der Nordrampe, bevor er dann nach einigen Minuten den Bahnhof in der Ebene erreicht. Außerdem trägt die Hochbrücke eine angehängte Schwebefähre für den Fußgänger- und Fahrzeugverkehr. Die Brücke ist übrigens das Wahrzeichen der Stadt Rendsburg und eines der bedeutendsten Technikdenkmäler in Deutschland. Auch wissenswert: Die Brücke war 99 Jahre lang mit einer Länge von 2486 Metern die längste Eisenbahnbrücke in Deutschland. Die Betonung liegt auf war. Und jetzt meine Masterfrage: Welche Brücke trägt denn jetzt das Prädikat, längste Eisenbahnbrücke Deutschlands zu sein? Gut, auch hier wieder meine Auflösung. Es ist die Saale-Elster-Talbrücke der Neubaustrecke Erfurt-Leipzig-Halle. Und sie wurde zwischen 2006 und 2013 gebaut und ist mit 6.465 Metern das längste Brückenbauwerk Deutschlands und die längste Fernbahnbrücke Europas. So, jetzt wissen Sie Bescheid. Und was mache ich jetzt? Richtig erraten.
ich begebe mich flugs zum Bahnhof Rendsburg und hatte nochmal eine Fahrt mit der wunderbaren Aussicht von der Brücke über den Nordostseekanal genießen. Soweit mein Urlaubsmitbringsel. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielleicht ist es ja ein Ausflugtipp für Sie, wenn Sie da mal in der Gegend sein sollten. Das war's dann für heute, liebe Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und damit verabschiede ich mich auch von Ihnen bis zur nächsten Sendung auf gleicher Welle und Kanal. Ihr Frank Buttig. Tschüss.